Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Freut mich, dass ihr wieder alle da seid. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Der sieht aber sehr cool aus. Mir gefällt das Design sehr. Kenn ich nicht. Haben wir gleich auch. Alter, diese Karte auch nervt mich so brutal. Die haben auch zigmal gezogen. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Immerhin zwei Uris. Kenn ich nicht. Kenn ich. Ach, wieder eine Schrott. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Lustig, dass wir den bekommen haben, aber naja. Wieder kaum was Brauchbares. Okay, dann geht's weiter im Solo-Modus. Der Ruhm der Gladiator-Ungeheuer. In uralten Zeiten beherrschte ein Imperium die Welt. Die Stadt florierte und ihre Einwohner lebten in Frieden. Krieg gab es nur in fernen Ländern. Und die Aristokraten, die keine Gefahr kannten, beschlossen den Bau einer großen Arena, des Kolosseums. Geht es darin um Rom und Italien, Römisches Reich? Darin kämpfen Gladiator-Ungeheuer zur Unterhaltung bis auf den Tod. Turniere fanden Tag und Nacht statt, um den latenten Blutdurst der Aristokraten zu stillen. Lang lebe das Imperium! Gegrüßt seien die dem Tod geweihten Helden! Mit einem Hornsignal begann ein wilder Kampf, in dem die Ungeheuer Klauen, Zähne und jede verfügbare Waffe einsetzten. Im Kolosseum wurden jene, die die Menge begeisterten, mit Lob überschüttet. Das spornte die Gladiator-Ungeheuer an, die großen Risiken einzugehen, damit ihnen die Zuschauer zujubelten. Das Imperium war auf dem Höhepunkt seines Wohlstands, aber ein kleiner Funke leitete seinen Untergang ein. Und mit diesem Niedergang des Imperiums wurden auch die Kampfturniere seltener. Die Aristokraten versiegelten das Kolosseum auf ewig, aus Angst, die Gladiator-Ungeheuer, die ihren Kampfplatz verloren hatten, könnten revoltieren. Viele Jahre sind seit dem Fall des Imperiums vergangen und das Kolosseum ist mit der Zeit verfallen. Oh, warum Flashbang, Alter? Oh, jetzt bin ich blind. Aber eines Tages glänzte der Boden von verblassten Blutflecken und die Gladiator-Ungeheuer erschienen. Von der Tribüne, auf der längst keine Zuschauer mehr saßen, erschallte wieder das Hornsignal. Lang lebe das Imperium, gegrüßt seien die dem Tod geweihten Helden. Im Kolosseum, umgeben von der verfallenen Stadt, kämpften die Gladiator-Ungeheuer wieder. Und als Lohn für ihre heldenhaften Mühen ertönte wieder der Jubel der Aristokraten. Ich mag sie bei dem Bild eben, dieser Himmel da, das oben jetzt abgeschnitten wurde. Als es gewackelt hat, hat man immer wieder den oberen Rand da gesehen, dass es der schwarze Rand da war. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, ich habe Gladiator schon mal gespielt. Ist eigentlich ein gutes Deck. Olympus. Opolomus. Ah, Bestari, sag mir was. Bestiari, so. Die ist eine gute Karte.
Die kenne ich. Die kann ja, glaube ich, jetzt, ja, ich weiß. Die kann ja, glaube ich, eine Zauberkarte zerstören auf dem Feld. Ja, wusste ich's doch. Und jetzt dürfte ich mir noch eine holen, eine Karte. Nicht? Ja, genau. Cool. Den kenne ich auch, der ist auch cool. Okay. Ah, der wurde ja nicht durch den Effekt eines Gladiator-Ungeheuers spezial beschworen, sondern durch die Karte. Den kenne ich auch, den haben wir auch schon mal gezogen im Unboxing. Der ist richtig gut. Gladiator-Deck ist wirklich gut. Das erste Deck von all diesen Special-Decks, die präsentiert wurden, das ich wirklich kannte. Ja, komm, mach. Boah, das ist ja krass, wie alles hier kaputt geht. Okay, all diese Karten kenne ich aber nicht. Die Karte kenne ich. Ich hätte den, den Feuerroten da, dessen Namen ich gerade vergessen habe, behalten, weil der ist gut. Das ist diese Karte. Kann direkt anmachen. Kann man direkt anmachen, so deutsch. Das ist nichts Besonderes. Ja, auch nichts Besonderes. Okay, dann nehme ich mal den mit mehr ATK. Noch nicht. Erst will ich angreifen. Und jetzt will ich das machen. Damit ich gleich nochmal angreifen kann. 2800. Nehmen wir den, keine Ahnung. Ach du. Ich hätte mir den Effekt durchlesen sollen. Scheiße. Und ich brauche eine 3. 3. Okay, gut, dann ist doch richtig. Ich dachte, ich hätte nur 2 gebraucht. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Nett. Weil Angriff. Was ist Angriff? Du kannst nicht. Okay. Okay, zerlege ich den jetzt oder behalte ich ihn? Ich zerlege ihn. So, ich will einmal eine Zauberkarte zerstören. Ah, ich darf noch einen wählen. Oh, ich kenne fast alle gar nicht. Der einzige, den ich kenne, ist der hier, Bestari, Laquari und Hublumus. Ah, und den kenne ich auch ein bisschen, Darius. Aber die anderen habe ich doch nie gesehen. Ah, oh, und den Fisch, den kenne ich auch. Murumillo. Oh, ich will sie mir nicht alle durchlesen. Ich will nur die benutzen, die ich kenne. Ja, komm, ich nehme den. Einfach nur, weil ich den kenne. Und für die Leute, die es gerade nicht kennen, dieses Deck, was ist das? Ah, das ist ja cool. Ja, mach ich. Hab ich ganz vergessen. Ja, die Alter ist wirklich gut. Was kannst du nochmal? Friedhof irgendwas. Blablabla. Ah, den hätte ich mir holen sollen. Scheiße, der ist gut. Oh, der hätte ich jetzt richtig Damage gemacht. Scheiße. Blablabla. Dann nehme ich Hopulus. Oder wie auch der heißt. Okay, dann habe ich jetzt wohl anscheinend gewonnen. So schnell. Hatte wir eine Kackhand einfach nur oder warum? So, die Mutter geht episch, weil das Spiel weiß, dass ich jetzt gewonnen habe.
Na gut. Das heißt, naja. Das ist das Deck, oder? Kann ich mir jetzt schon angucken? Kann ich, perfekt. So, was haben wir da? Holunculus-Dings. Das sind aber nicht alle. Das ist nicht das Deck. Da fehlen ja noch einige. Darius-Filter, Aquari-Filter. Das ist nicht das Deck, was ich haben will. Geh weg hier. Die Gladiatorengeheuer zeigten verschiedene Wettkämpfe, als reagierten sie auf die Stimmen unsichtbarer Zuschauer. Einzelkampf, Truppkämpfe, Belagerungen, Seeschlachten. Das Bild wackelt wieder zu sehr, so dass man den schwarzen Rand hier sieht. Und auf dem Höhepunkt des Jubels wurde das Signal, dass die tapfersten Gladiatorengeheuer band gebrochen. Im Nahkampf der Truppkämpfe waren das die Gladiatorengeheuer, die auf ihre eisernen Körper stolz waren. Bei großen Belagerungen tat sich die fliegenden Gladiatorengeheuer im Sturmangriff vor. Bei Seeschlachten im Kolosseum zogen die Gladiatorengeheuer in Fisch- und Seeschlachtengestalt ihre Beute hinab ins dunkle Wasser. Und die Waffen, die sie benutzt hatten, wie Kampfwaffen und Streitwagen, wurden wiederbelebt und waren tödlich wie eh und je. Das Kolosseum erlangte seinen Ruhm zurück durch die tapferen Heldentaten der Gladiatorengeheuer. Als die Inbrunst ihrer Kämpfe einen epischen Höhepunkt erreichte, wurden die Tore des Kolosseums geöffnet und ihr furchterregender tödlicher Marsch begann. Wem nehme ich mir? Ich mach Gel. Auch wenn ich schon habe, merke ich gerade. Ups. Hätte ich mir auch den Boa nehmen sollen, aber egal. Das war's schon, was für ein schlechter Zug. Jetzt hättet ihr doch wenigstens setzen können. Warum spielt ihr den Angriff? Ist der dumm? Was für ein Idiot, Alter. Jetzt kann ich das machen und verpasse ihm jetzt gleich richtig Damage. Hm. 6.800 Schaden gemacht. Ja. Also wenn ich jetzt den übernommen hätte, statt den Effekt zu benutzen. 6.800 Schaden einem Zug, also ich finde das schon respektabel. Also das wären 6.800 gewesen. Aber naja, so ist es auch eine ordentliche Menge. So, bitte mach jetzt was, das verlierst du ja gleich. Kann nicht durch Kampf zerstört werden, wenn der. Okay. Ach, warum machst du das, du Dovi? Ja, was soll's kommen? Wir haben eh gewonnen. Ja, das war's auch schon. 2007, ja, wir haben gewonnen. Fertig. So schnell. Also diesmal war der Computer wirklich läppisch. Sowohl im letzten Duell als auch in diesem. Hat er ja komplett verkackt. Okay, dann war es auch schon mit der Episode. Nächste Folge wieder online. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, dass ich dich auch beim nächsten Mal sehe. Lasst einen Kommentar da, ne? Dann weiß ich, dass du da gewesen bist, ne? Also dieses, wenn ich sage, lasst einen Kommentar da, da sage ich nicht einfach so, ne? Ich will schon Anwesenheitsliste machen hier, ne? Und wenn ihr dreimal gefehlt habt, dann gibt's Tadel. Ich bin so schlecht. Das war so schlecht. Das ist ein schlechtes Outro. Okay, tschüss.